Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Looter Kings. Hallo. Ich spiele hier mit zwei, die ich vom Discord habe, bei denen ich gerade einen Bug gemeldet habe. Und die haben mich halt dazu eingeladen, dann halt mitzuspielen. Mache ich auch. Mein Name ist Manuel L. Jetson. Hallo. Der Spaß muss sein. Ja. Ein kleiner Hubi ist da und ein Desert spielt jetzt auch mit. Ja. Wir sind beide handsame Goblins, sind... Ich bin zumindest stubenrein. Aber ich bin handsam, aber nicht stubenrein. Ja, gut, wenn du... Das hast du jetzt gesagt. Ja, sagen wir mal so, ich bin nicht stubenrein, dafür bist du nicht handsam. Ja. Weiß ich halt. So. Das ist doch gesendet. Loot! Loot ist immer gut. Warte, preiset ihn. Nein, Des! Du hast mein Willkommensgeschenk. Du sagtest, preiset ihn. Du hast mich im Loot. Folge dem Loot. In die Ecke mit dir. Mach ich. Folge dem Loot. Die! Ich hab's in der Ecke gemacht. Du hast mich extra reingelot. Selber schuld. Ich wollte es nur doch. Ich habe damit gerechnet. Tja, das ist auch die beste, die meistgeuste Emoji, oder? Also ja, klar. Die Null. Darf ich fragen, mit wie viel Gold ihr anfangt? 100. Vision Cut. Okay. Deswegen schmeißt du so viel raus. Ja, ich hab dir einfach mal alles ins Gesicht geworfen, was ich hatte. Das ist cool. Was hab ich? Ich hab alles, okay. Ab und zu hab ich übrigens auch Performance-Probleme. Das liegt ja, aber nicht. Dann würde ich mal sagen, ein Rechner tut gut. Das liegt nicht so am Rechner. S7? Das liegt nicht? Nein. Welche Performance-Probleme genau? Bitteschön. Hast du mehr so Spike-Lags oder so richtig so? Wenn ich jetzt hier in die Mitte gehe, leckt es ein klein wenig. Echt? Ja. Das ist aber eigentlich ungewöhnlich. Wo ich das erste Mal gespielt habe, habe ich das dann dem Rumpel gezeigt. Also nicht gezeigt, was er gesagt hat. Erklärt, er hat gesagt, ich möchte ihm doch bitte die Daten von meinem Rechner schicken. Habe ich ihm geschickt, also was ich für einen Rechner habe, mit allem drum und dran, habe ich ihm geschickt. Er hat gesagt, es liegt wohl nicht am Rechner. Es sind wohl Hijacks, irgendwas. Und, höchst interessant. Ist da auch noch mit hier. Wenn zum Beispiel Lava ist, ist das manchmal auch semi-optimal. Okay. Relativ komisch, aber bei mir treten eigentlich gar keine Lags auf. Das sind ja keine Lags, das ist ja immer so FPS-Lags, ne? Also Performance. Ja, meine ich ja. Ich hab das nämlich gar nicht. Hubi hat keine Ahnung. Bumm. Oh ja, heil mich, Alter. Hubi isst den Pilz. Nein, ich mag keine Pilze. Ich mag nur die frischen Braunkappen. Das ist doch eine braune Braunkappe. Hubi ist doch den Pilz. Der ist lecker. So schön frisch. Der ist doch nicht frisch, Mann. Der ist voll abgegammelt. Der hat eine braune Kappe. Ja. Oh, Alter. Komm, ich esse ihn. Siehst du, der ist doch ja. Nicht schlecht. Du steckst ihn ja ein. Für später. Ich sehe das schon. Ach, Hubi. Wirklich, so von mir kostenlos Heilung spendet jeder so viel Schwert jetzt nicht. Dann bekomme ich den wieder an den Kopf geworfen und dann ist das ganze Spiel wieder vorbei. Warum vorbei, Hubi? Ja, no loot, no life. Ach, warum, Hubi? Man kennt doch das alte Spiel. Loot is loot. Und jetzt alle. Na. Loot is life or loot. Und auf einmal kriegt der Hubi eine Rechnung von der GEMA, die nichts zugestellt. Was? Hallo? Ich sing ja nicht life is life. Ups. Jetzt hat das getriggert. Ja, jetzt hast du es getötet, Hubi. Das gibt einen Strike. Auf Jotop. Ja.
Was? Wer hat das gesagt? Was? Wie? Strike? Ja, top. GEMA, hallo. So wie die GEMA macht nichts, weil dafür warst du zu kurz. Meinst du? Ja. Ja, und vor allem, wir haben Mut gesagt und nicht live. Und dann kam erst das Na-Na-Na. Ah. Das muss schon etwas länger sein. Hubi, ich kenne mich damit aus, wenn irgendwelche Dinger dann auf einmal meinen, sie hätten Rechtsansprüche auf irgendwas. Hubi, nur weil du auf Twitch bist und dann nur so denkst, befürchten brauchst. Hallo, ich habe auch ja top gemacht, ganz erfolgreich. Und dann ist mein Kanal gelöscht. Sagen wir mal so, du warst auch mal auf YouTube tätig, aber das hast du jetzt wieder abgehakt. Naja, mit dem neuen Kanal bin ich halt nicht mehr so aktiv. Ich habe dafür auch keine Zeit, Mann. Das ist voll zeitaufwendig. Und ich habe eine Freundin, hallo? Oh, dann ist natürlich... Freundin, Ausbildung, Alter, geht doch nicht. Hubi. Und dann noch Twitch machen und 48 Stunden Streams durchziehen. Ja, Hubi, du hättest es auch so machen können, den Streamfolgen auf YouTube hochladen. Nein, also. Mann! Das ist ein Stream! Das hätte man auch mal. Das verwechselst du jetzt. Ich glaube, ja, es kommt willkommen dazu. Zu Let's Bucket. Ja, das ist. Wir haben AT4. Ah! Jungs und Mädels, einmal zurück und nochmal rein. Kennt man ja, ne? Ja, ja, T4. Ja. Warte mal, ich habe ein Loch gefunden, Hubi. Es ist T4. Ja, was? Guck mal hier, schönes Loch. Ja, habe ich schon reportet, stell dir sich vor. Ja, wusste ich doch nicht. Deswegen frage ich dich vorher, bevor ich es abschicke, nicht, dass es sich belockt bekommt. Nö. Nee, ich müsste eigentlich M schreiben und abschicken. Hä? Wie mies. Nee, bei mir würde sich ein gutes denken. Es zischt schon wieder. Die Teekesselratten machen schon wieder richtig Rambazamba. Heißen leider noch nicht Teekesselratten. Ja doch. Sondern nur Ratten, oder? Nicht in der Lutherie. Nee, Lavaratten heißen sie eigentlich. Eigentlich wurden umbenannt zu Teekesselratten. Ich fand die etwas zu schwach, wie die vorher waren. Vorher kamen die Ratten halt zu dir an. Ja. Sind stehen geblieben und sind dann eine Sekunde später explodiert. Wow. Okay, voll der Effekt. Was ich wirklich nervig finde, das sind die Würmer in Level 4. Die gibt's nicht nur in Level 4, sondern auch eben eine 3D Nature-Würmer. Weißt du, die meinst, die wurde ich vergiftet über längere Zeit, die grünen. Nein, ich meine schon die. Ich glaube, er meint die Lava-Würmer. Die gibt's jetzt aber hier auch als Miniboss, ne? Ja, das in Level 1 gibt's hier als Miniboss, das weiß ich wohl. Warte, habt ihr den Wurm schon? Ich hab. Nö. So, fertig. Obi, dann würde ich damit dir raten, mal zum Arzt zu gehen. Nein! Ach, wo ist dein Bandpump behalten? Ja, der ist toll, Alter. Bist ein bisschen kräftiger gebaut, der Bandwurm behebt deine Probleme. Und noch blöd ist, wenn er auf einmal raus will. Ich glaube, der will nicht raus, der fühlt sich da drin ganz wohl. Das ist voll wie bei Alien, ne? Das hab ich mich aber schon mal immer gefragt, was ist, wenn du ein bisschen kräftiger bist und du dann mal so einen Bandwurm schluckst? Nimmst du dann ab? Müsstest du ja theoretisch, weil alles, was du... weg ist, ist ja im Endeffekt der Bandwurm. Theoretisch müsstest du ja abnehmen. Theoretisch? Nein. Let's try it out, Dest. Magst du einen Bandwurm schlucken? Nein, danke. Hobi, du kennst doch Galileo, die haben doch so sehr zu tun, ja schon mal so gemacht und so. Geht's ernsthaft, Alter? Ja. Abnehmen nicht, das ist, glaube ich. Sag mal so, spätestens, wenn du das raus haben willst, musst du Durchfallmittel nehmen. Geil. Ich dachte, du kannst den immer nur durch Erbrechen rauskriegen. Bandwurm ist ja ein Darm drin. Wie wirst du den durch... Also ich glaube wohl kaum, dass du das, was einmal im Darm gelandet ist, wieder in den Magen reinkriegst und dann oben raus. Oh doch, das funktioniert. Das nennt sich Todesverstopfung. Ich meine... Ja, Hubi. Das ist es. Herr Doktor, woran ist er gestorben? Es ist eine Todesverstopfung. Da ist
schrecklich. Die Scheiße ist wieder aus ihm rausgekrochen und er hat so lange weiter geredet, bis sie wortwörtlich Scheiße erstickt sind. Nee. Ubi. Nein. Ach. Mit sowas macht man keine Witze. Weil du kannst wirklich, das ist kein Scherz. Ah, hast du gedacht. Einen Magen-Darm-Verschluss kriegen. Das heißt, dein Darm verdreht sich und stirbt ab. Ja, mein Darm stirbt ab. Darm statt im Arsch. Aber du, es wird sehr spät erst erkannt, wenn es blödhaft. Hallo, ich bin gesprungen? Anscheinend nicht. Boah, ihr seid voll die Looter-Noobs, ne? Ich nicht. Ich hab nicht gelootet. Ich wollte nur... Ich spiele mit euch nie wieder. Ihr lootet mich alle. Ja, bitte, mach einen auf Sarazza. Ihr seid voll, ne? Und so, und alles kacke und... wollen wir noch den Wurm suchen? Denn ich glaube, da gab es noch ein paar Räume. Ja. Ja, guck doch erstmal. Den hätte ich nämlich schon ganz gerne. Warum denn? Weiß ich nicht, weil der Wurm niedlich auf dem Fuß ist. Nee, ich geh da einfach nicht extra zurück. Nicht? Ja, Hubi, es gibt doch eine gewisse Prozentwahrscheinlichkeit, dass er überhaupt auftaucht. Weil wir haben, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit getroffen, auch wenn sie hier gering ist, dass wir auch nicht auf ihn treffen. Also. Das ist interessant. Das sind so Sachen, die wusste ich zum Beispiel vorher nicht. Du, das Schöne ist, geht mal /List ein. Also drück, wenn du es schreiben willst, Schrägstrich und dann Liste. Übrigens, ein Bug-Report könnt ihr mit J machen. Alle, die das Video sehen. Ja, aber wenn du /List eingibst, siehst du die Befehle, die du hast, wenn du Host bist. /Kick, ja. Player, dann /List und dann einmal Reset. Ah, okay. Das ist immer ganz hilfreich. Was macht man bei Reset? Was ist, Das ist... Bei Reset setzt du dich einfach, wenn du irgendwo gefangen bist, am Anfang des Raumes zurück. Kannst du mal einklippen. Das war früher, es gab den Befehl Reset nicht, dafür gab es den Button Debug Respawn. Genau, der Button wurde aber entfernt, weil... Weil nein? Nein, er wurde gelootet. Der andere hat ihn abgeschmissen. Oh Mann, hier ist noch Raum, glaube ich. Glaube ich nicht wissen. Ja. Nicht? Hubi? Wollte ich jetzt echt nach oben fahren? Ja, ohne dich. Wir sind schon auf Not. Och Mann, aber was ist denn mit dem Raum, mit dem Wurm? Da hast du jetzt unbedingt den Wurm, den hast du schon oft genug gehabt. Ja, okay. Das man jetzt aber auch. Zurück. Nein, bleib stehen, bitte. Nein, ich gehe wieder zurück. Seit du keine Wurzeln hast, das könnte ich versuchen, den One-Kill zu machen. Den was? Ja, ist doch nicht den One-Kill, wenn du das schaffst, dass du den in die Decke treibst und die Decke in die Todesdecke ist. Aber den Wurm? Das müsste, glaube ich, auch gehen. Sollten wir mal ausprobieren. Werte das. Wo ist denn jetzt der Raum? Wo ist denn jetzt der Raum? Den gibt's nicht. Aha. Aber es gibt doch Pilze zum Futtern. So richtig, Ken. Ach. Verdammt, Mann. Ihr habt ja einen Hütten-Gaudi veranstaltet. Hütten-Gaudi. Ab sofort hier und live. Bei, na. Tschüss. Take no time. Ruby, wer ist denn da gerade reingefallen? Paddel. Ja, kannst du da nochmal reinfallen? Warum? Falls du jetzt sagen willst, dass ich einmal ganz kurz... Seine Kopfbedeckung bleibt auch übrig. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das wurde schon reported. Sowas sagt man mir nicht. Anscheinend wohl nicht. Wenn du die Kerze hast und in Lava fährst, dann... Das mit der Fackel wusste ich, aber nicht mit dem Hut. Schön, it's no time to make explains. Wo ist er denn? Ja, der versucht, den Chaperon hochzukommen. Ich bin noch da. Oh, Luke. Nee. War jetzt nichts mit Looten. Nee, ich hab mich selber mitgestunt. Pilze gefressen. Das ist mir jetzt peinlich. Das ist, jetzt wissen wir übrigens, warum er wieder zurückgelaufen ist. Er hat sich eine schöne Pilzsuppe gemacht. Gold habt.
Du hast ja die Karte schon auf Gold, Tobi. Also, was brauchst du die Karte? Ich hatte Heißhunger auf Pilze. Hubi, du weißt schon. Zu viele Pilze sind ungesund. Mhm. Oh, nochmal. Also, Hubi. Wow. eine Mission Card steht auf dem Spiel. Verlängern. Ja, die kennt man doch schon. Oh. Hallo, ich bin die Chantal. Hallo, Chantal. Auch nicht schon wieder die Chantal. Doch, die Chantalle. Chantline. Nein, nicht Chantline, Chantalle, Mann. Alter, willst du eine Fang oder so? Du, ich komm gleich um die Ecke. Und dann hast du ein paar Ecken weniger. Nee, ich will meine Ecken behalten. Ich mag meine Ecken und auch meine Rundung. Die Rundung darfst du behalten, aber deine Ecken nicht. Doch. Ich glaub schon. Doch, da kommt der Eckenmeister und macht dir den Eckenweg. Ich mag aber meine Ecken. Gut, dann kommt der Röhrig. Oh. Der Röhrig macht keine Ecken weg, aber die Rundung. Hat schon wieder die Flammen hier gemacht. Ja. Ich glaube, das war's. Nein. Nee. Ich geh da mal in die nächste Tür rein. Ich geh dann mal in die nächste Tür. So, ja, jetzt. Hubi, du weißt schon. Da war noch ein Gegner, ne? Da 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 so. Aha. Da 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 so wunderschön hier wieder die Runde. Also ich hatte eben null Loot und jetzt habe ich... Alter, was war das denn gerade? What the fuck? Was war? Ich bin durchs halbe Level einmal geglitscht. Irgendwie hat mich einer bestiegen, ist dann wieder runtergegangen. Ja. Und ich bin einmal komplett durchgeflogen. Das sah nicht sehr gesund aus. Ach doch, Bugi, ist doch alles gesund heutzutage. Nee, also... Nee. Und wenn es so weiter geht, sind wir bald alle tot, weil die nur noch bitte speisen. It's no time for make explains. Ich weiß nicht, ich hab den nicht geworfen. Ich glaube, oh, das geht gerade sehr schlecht für mich aus. Warum? Weil irgendjemand auf mich gestackt ist. Nö. Oder? Ach doch nicht, nö. Alle sind drin, okay. So, der Trick bei diesem Gegner ist, wie wir alle wissen, einfach auf die Mitte. Nee, es gibt noch einen besseren Trick. Wo Levels haben will, schießt die Gegner mit an. Ja, toll, aber... Ja, sei auch noch dazu gesagt. Echt? Wenn ja, klar. Wenn die einmal getroffen sind, kriegst du automatisch eine Erfahrung. Ja, auch wenn ich habe mich immer schon gewundert, ich habe mich immer gefragt, ob ich die Erfahrung kriege, nur weil die sterben. Oder weil, Nee, du je mehr Schaden du an einem Gegner machst, desto kriegst du XP raus. Hier runter. Ich mach mal was für mich alleine. Den Loot holen, ne? Ja, ich spiel mal Staubsauger. Hab mal versucht hier ein bisschen so rumzupacken mit dem Orb, aber irgendwie passiert da nicht wirklich viel. Sammeln. Collect the loot. Collect the loot. Achso, und wenn man stackt, ich weiß nicht, ob das schon, wo es dann teilt zu dir immer die XP. Und das gesammelte Loot. Beim Loot war ich mir jetzt nicht so sicher. Da habe ich mir immer gedacht, okay, kriege ich jetzt den Loot, weil ich auf dem drauf bin, und kriege ich jetzt genauso viel Loot wie er? Ja, es wechselt immer ab. Ein Loot kriegt der andere, das andere Loot kriegst wieder du. Ja, das ist... Und bei den EP ist das genauso?
Bei den EP ist das genauso, genau. Das heißt, wenn jetzt EP da rumliegen und der eine hat jetzt keine EP und der stackt auf mich drauf und ich sammle die EP ein, kriegt er dieselbe. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist so sein. Nicht. Weil normalerweise nur das, was man selber sieht. Ja, eigentlich schon, aber... Ja, aber dann kann ja die EP nicht geteilt werden. Interessiert mich gerade. Aber dann kann ja die EP nicht geteilt werden. Ich komme ja schon, geht das. Wir müssen gleich was reproduzieren. Ich wollte auch noch Factorio mit dir spielen auf der Karte weiter. Ja, machen wir doch gleich. Ja, gleich und dann noch was reproduzieren. Kengig Talk. Wo ich kenne dich zu genüge. Ach ja. Ein kleiner Insider. Schreib das bloß nie wieder. Lieber da rein. Die kriegen sonst die Krise. Halt, das müsstest du eigentlich kurz vor Feierabend reinschalten bei denen. Ich glaube, dann kriegen sie richtig die Krise. Mittlerweile kriegen die Entwickler die totale Gänsehaut, wenn ich nur M reinschreibe. wurde mir heute direkt ins Gesicht gesagt, Hubi, wir mögen dich sehr. Aber wenn du M, ne? Aber wenn du M und warte mal mit Ausrufezeichen schreibst, dann ist bei uns im Büro immer Notstand und Rumpel macht uns fertig, dass wir schon wieder falsch gemacht haben. Hör auf, das zu schreiben! Nee, die haben nicht gesagt, Rumpel war fertig, die haben nur gesagt, dann bricht der Notstand aus. Ja, Notstand bricht. Nee, das hatte mir hier Thorsten privat geschrieben. Also, ich habe das nur gelesen, was in Discord stand. Ich geh mal kurz shoppen. Meinst du? Ja, ja. Meinst du, dass du shoppen gehen kannst? Nee, mein Freund, du kannst nicht shoppen gehen. Ubi, guck ich, mal. Ich shoppen. Nein. Ich war schon im Shop. Dich nicht. Ja, die will ich noch rumstreiten, wer jetzt shoppen geht und wer nicht, sehen wir uns in der nächsten Folge. Das dauert hier noch ein bisschen. Tschüss.